Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, stehe ich gerade in meiner Küche und ich habe vor, Mittagessen zu machen und wollte euch das nicht vorenthalten, was ich mache. Ich mache jetzt einfach Endiven im Ofen und irgendwas noch, was ich in der Pfanne braten kann, das weiß ich noch nicht. Irgendwas Einfaches, irgendwas, was wir jetzt gerade zu Mittag essen können. Tiny ist in der Schule, der kommt gleich zum Mittagessen hier hin. Und danach mache ich noch ein bisschen Haushalt und dann nehme ich euch gerne mit. So, ich habe hier einfach mal alles hingelegt, was wir brauchen, außer Gewürze. Gewürze macht jeder selber. Wir brauchen ein bisschen Porree, die Endiven, Kochschinken, etwas Creme fraiche oder Sahne, dann noch so ein Schmierkäse. Und wer mag, das mache ich nicht immer, selten, aber jetzt habe ich irgendwie noch Bock auf Ziegenkäse und deswegen mache ich da noch Ziegenkäse rein. Alles nachher in so eine Auflaufform und dann kommt das Ganze in den Ofen. Ah ja, den Ofen. Auf 180 Grad vorheizen, damit es gleich alles schneller geht. Und dann können wir direkt loslegen. Und zwar schneide ich erstmal hier alles in kleine Rondelle. Übrigens habe ich neue Messer. Ich habe diese Messer zugeschickt bekommen. Das ist eine Kooperation. Plus diese Pfanne, das ist meine Lieblingspfanne. Sie ist auch schon oft in Benutzung. Also ich benutze sie eigentlich nur, weil man damit nämlich unterschiedliche Sachen gleichzeitig anbraten kann. Und diese Messer, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber die sind ultra scharf. Die Marke heißt Wilfa, ist ein skandinavisches Unternehmen. Und ich setze euch den Link auf jeden Fall gerne in die Infobox. Ja, falls ihr Interesse an scharfen Messern habt, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe einmal dieses und dieses hier. Und noch so ein kleines für etwas kleinere Sachen, wie zum Beispiel hier diese Endiven. Es ist auf jeden Fall ein komplett anderes Gefühl, was zu schneiden, wenn die Messer scharf sind. Ich hatte sonst nie so scharfe Messer. Genau. Und macht irgendwie mehr Bock, damit jetzt zu kochen, als wenn das immer nur so normalo oder so stumpfe Messer sind, gibt dem Ganzen etwas anderes Gefühl. Für Steph mache ich übrigens gleich eine Paella warm. Wir haben am Wochenende Paella gemacht und weil der das hier nicht so gerne isst. Ihr kommt mal gerade auf Standby. Jetzt kommt der Kochschinken. Plup. Der Schmierkäse und dann schmiert ihr euch einfach so ein bisschen was, wie so ein Butterbrot, ein bisschen Schmierkäse drauf. Nach Belieben würzen. Ich mache einfach ein bisschen Salz. Ich mache immer irgendwelche Gewürze rein, Hauptsache es schmeckt so ein bisschen nach irgendwas. Wir machen das ohne Ziegenkäse. Ich mag es ganz gerne mit. Ich finde die Mischung gar nicht schlecht. Und jetzt nehme ich noch ein bisschen Wasser und vermische das mit der Creme fraiche, damit es nicht die Creme fraiche pur ist. Ein bisschen leiter, deswegen ziemlich so ungefähr ein Drittel von der Packung. Dann mache ich da Gewürze nach Wahl rein. Jetzt ist das hier von Just Spices, so ein Pizzagewürz. das mag ich ganz gerne. So. Ihr könnt aber natürlich reinmachen, was ihr wollt. Ne? Auch wieder so ein bisschen Persillade. Ich habe jetzt noch ein bisschen Koriander und Paprika. Edelsüß macht ihr noch zu. Das Ganze dann einfach da so ein bisschen drüber geben. Viele machen da Bechamel rein, also so eine Bechamelsoße. Das finde ich immer ein bisschen zu viel, zu wuchtig. So, dann einfach eine Alufolie drüber. Ja. Rein und das Ganze jetzt im Ofen. Ich mache das Ganze dann immer so für 25 bis 30 Minuten in den Ofen, dass die Endiven so ein bisschen matschig weich werden und dann kann man das eigentlich ganz normal essen. So, ich habe jetzt hier die Paella drin und auf der anderen Seite mache ich meine Kichererbsen. So, wir sind fertig mit Essen. Es war sehr lecker. Also wie gesagt, ich mag das Gericht. Es ist nicht für Veganer, aber
ja, ich mag es sehr gerne. Und jetzt wartet noch das Badezimmer auf mich. Ich mache ein kurzes Speed-Cleaning von unserem Mini-Badezimmer oben bei uns im Elternschlafzimmer. Und ja, los geht's. Motivation, Motivation. Bevor ich die Dusche anfange zu putzen, werfe ich immer einen Spülmaschinentab in die Toilette. Das weicht dann schon mal alles auf. Den Tipp habe ich von Rebecca YouTube, kann ich nur empfehlen. Und dann erst mache ich mich an die Dusche und räume erstmal die ganzen Shampooflaschen leer. Ja, und dann sprühe ich einmal die ganze Dusche ein, mache die einmal nass und sprühe die dann mit meiner Scheuermilch ein bisschen ein und mit meinem Badreiniger von Action, A Good Clean Naturally, bin ich immer noch totaler Fan von. Und während das auch einweicht, also Klo und Dusche weichen jetzt quasi ein. Und in der Zeit mache ich schon mal den Spiegel mit meinen geliebten Mikrofasertüchern von Sima. Kann ich nur empfehlen. Ich setze alle Links in die Infobox, weil man damit halt auch keine Chemie braucht. Man braucht einfach nur dieses Mikrofasertuch, ein bisschen Wasser und ab geht das. Und man kann echt streifenfrei, ganz problemlos putzen. Dann wird die Dusche gemacht, das mache ich auch mit dem Sima Mikrofasertuch. Dusche dauert bei mir immer am längsten irgendwie. Irgendwie lagert sich da sehr viel Dreck bei uns ab. Mein Freund ist Bauarbeiter, vielleicht deswegen. Also wirklich, das ist ja immer mit am anstrengendsten. Und danach bin ich fix und fertig. Dann benutze ich dieses WS1 Waterless Shine, weil da so ein bisschen Wachs drin ist und ja, das Wasser dann sehr gut damit abperlt und weniger Kalk entsteht. Ja, dann setze ich wieder alles an Ort und Stelle und ich kann euch sagen, es war die beste Entscheidung, diesen Zahnbürstenhalter gekauft zu haben. Ich setze ihn euch auch in die Infobox, den habe ich von Amazon mal gekauft. Und jetzt kommen noch meine ganzen Pflegeprodukte, die ich tagtäglich bzw. einmal in der Woche wie diese Pflegemaske benutze von Yepoda. Da habe ich auch einen Rabattcode für euch, auch in der Infobox für 30%. Und ich kann euch sagen, ich liebe die Produkte, wirklich. Die sind, das ist koreanische Skincare und ja, einfach 1A-Bombe. So, dann wird noch einmal durchgesaugt und durchgewischt und das war es schon mit dem Badezimmer oben. Badezimmer ist fertig und jetzt noch schnell die Küche. Thank you.
So, ich habe jetzt gerade noch frische Wäsche angemacht. Ich könnte hier ewig weiter putzen, aufräumen, keine Ahnung was, aber irgendwie habe ich jetzt momentan, ist die Luft raus. Und ich finde, es reicht ja auch an einem Tag. Man muss ja nicht alles an einem Tag machen. Morgen ist ja auch noch ein Tag, wobei ich morgen arbeiten bin. Ich hole aber jetzt Tiny von der Schule ab. Ich habe also gar nicht mehr so viel Zeit, hier was zu machen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Putzen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen motivieren können. Ich setze euch alle Links von den Produkten, die ihr gerade im Video gesehen habt, wie dieses WS1 für die Fenster, diese Putztücher, diese Sima-Putztücher, die mega sind. Und die Pfannen- und Messer-Links setze ich euch alle in die Infobox. Und ja, schaut auch gerne mal bei mir auf Instagram vorbei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und den Daumen nach oben drückt. Und ja, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.